Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu meiner Folge Rust. Drop it, Junge, drop it. Yes. Jo, Leute. Ich habe überlegt. Wir haben jetzt eh schon 10 vor 5. Samstagmorgen. Ich muss den Server gleich nochmal neu starten. Wollte ich eigentlich in der Nacht machen, aber jetzt fehlt nochmal ein Airdrop. Da werde ich jetzt nochmal hingehen, in der Hoffnung, dass wir ein bisschen fighten können. Ich habe ja ab Montag eh Nachtschicht. Von daher kann ich mich gleich schon mal dran gewöhnen. 6 Uhr wach zu sein. Bis 6 Uhr muss ich arbeiten. Joa. Also ich habe mir gedacht, wenigstens noch eine Folge dran. Wenn dann gerade der Airdrop hier kommt, dann nehmen wir den mit. Oder kriegen auf jeden Fall einen Fight. Wenn auch eventuell nur gegen Bots, aber vielleicht auch Spieler. Irgendwo müssen sie ja hocken. Und durch die ganzen Ressourcen an hier zum Weinen. Der Shepard ist auch online, Leute. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Ich weiß auch nicht, wo der wohnt oder sowas. Der spielt aber auch erst seit 2 Tagen, glaube ich, oder anderthalb oder sowas. Also er hat eh noch nicht viel. Der kommt sogar hier runter, hä? Ich dachte, der wäre noch ein bisschen weiter, aber... Und Tacken ist es noch. Schon mal als Ausrede, ich bin sehr müde. Aber es geht noch. Wenn man eine Stimme hört. Nein, natürlich keine Ausrede, Leute. Alles gut, ne? Und diesen Bot, der da marschiert. Kann man natürlich jetzt als Spieler auch immer so tun. Man läuft, bleibt stehen. Da sind bestimmt schon die Airbot. Ach, die Airbot. Die Airdrop-Bots. Die habe ich hochgestellt. Die machen mehr Damage. Und haben mehr Leben. Das könnte also heikel werden. Nur mal zur Info. Dass ihr denkt, die sind noch so easy peasy. Dass er mit der Schotte schießt. Habe ich ihn? Ich glaube, der ist tot. Ja. Bin mir nicht sicher. So. Wie gesagt, einen Airdrop mal eben sneaky machen. Jetzt mittlerweile knicken. Ich hatte so das Gefühl, dass hier links von mir auch noch irgendwas war. Ich weiß noch nicht, ob Spieler oder Bot. Da ist ein Spieler. Lad doch nach, ey. Weiß ich nicht, wo Spieler ist. Schon gar nicht, wo der Airdrop ist. Scheiße.
Da ist der Airdrop. Ja, es ist jetzt nicht so mega, dass ich sagen muss, müssen wir unbedingt safen. Kein Stoff, dass ich mal hätte ein Versteck machen können. Also wenn der Nager noch rankommt, würde ich wohl keine Chance haben gegen die Thompson, die er hat. Halt auch keine Deckung hier. Ja, komm, geh. Ja, nichts, was wir nicht schon haben. Ich hoffe, ich bin hier richtig, dass ich gleich den Airdrop einsehen kann. Kann natürlich sein, dass er jetzt auch schon dran ist. So, der Airdrop, oder? Wenn auch hier ist, geht da auf jeden Fall dran gucken. Nur die Frage, ob er von hinten kommt und uns dann wegmacht. Weil ich hatte die Granaten und so ging da hoch, also.
Na komm schon. Den echt aufgegeben? Oder er wurde getötet da von der Granate oder was? Guck doch noch das Schiff, ey. Junge, Junge. Ich bin getötet gehabt? Und er hat einen Revolver gehabt? Hä? Nee, das war der 37, habe ich ihm kurz sagen, ist er weitergelaufen. Und der Scientist. War trotzdem nur ein Revolver, Respekt. Ich dachte, das wäre Dingens gewesen. Thompson oder SMG. Er weiß, dann hast du aber erst recht nichts zu verlieren. Dann geht man nur das Recht gucken. Na, Shepard, warst du das hier? Hm? Ne, der hat den komplett aufgegeben. Hammer. Oder er hockt irgendwo und wartet, dass wir uns zeigen, oder was? Aber das kann ich mir jetzt auch nicht mehr vorstellen, nach so langer Zeit. Ja, schade. Er hätte auch mehr Loot beigehabt, ne? Weiß man ja nicht, wenn er von hier kam. Wollte sein Loot einfach nur verteidigen. Wer weiß. Wir gucken mal hier nach den Kisten, ob die da sind. Alto. Frage ist halt immer, was ein Bot oder was ein scheiß Spieler? Damage gucke, war es wahrscheinlich im Boot. Oh, er sieht auch schon nach. Ja, ja. Hier ist alles gelootet, ey. Aggressiv drauf holt die Bots, ne? Naja, haben wir halt nochmal ein Geschütz, das wir nochmal stellen können. Warum nicht? Mein Gott. Wenn wir es denn nach Hause kriegen. Ich meine, vielleicht schrecken die Metallwände ein bisschen ab jetzt so vor Raketenwerfer, aber dass sie dann vielleicht eher auf den zweiten Stock gehen oder sowas, keine Ahnung. Kann es mir aber nicht wirklich vorstellen. Wir werden es erleben heute, denke ich mal. Gut. Cargo Ship Incoming, sagt er. Guck mal, die Dinge ist auch schon wieder da. Eine Raketenbasis, da waren wir noch gar nicht, ey. Sollen wir das nochmal riskieren? Da wird wieder eine Viertelstunde rum, ey, ja, ne? Ein Suit hätte ich ja. Ja, ein bisschen Scrap haben wir schon wieder, wie ihr seht. Muss auf jeden Fall
verletzt, soll ich mit nach hinten? Nee, ich muss eh einmal nach hinten. Was war das hier? Monika mit nach hinten, Samuel da. Auch noch was reingelegt gehabt. Düp, 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 düp. So, Base ist immer noch im Decay, da muss ich auch mal einen Blick riskieren, eben fix. Gerade mal Wahnsinn. Das war natürlich wieder dumm. Ja, siehst du, jetzt hätten wir was lernen können, hätten wir es nicht verballert, ne? Oh nein, wir haben es verzockt. Pack's erstmal dahin. Ich weiß noch nicht, bis ich offline gehe, ob ich es dann nicht der Leiter haben wir anscheinend gelernt. Muni. Nähzeug, Stoffen. Gun Trap hätten wir auch noch, die wir lernen könnten. Jo, lege ich nochmal Holz nach und dann geht es weiter. Damit haben wir auch das ganze Holz durchgejagt. Allerdings haben wir noch ein bisschen Metal. Gut, hier haben wir noch ein Waffenteil. Okay, okay, okay. Ist ja gut. So. Ich würde sagen, wir switchen mal kurz. Switch Music. Weiß halt auch nicht, was uns da so erwartet. Auch botmäßig nicht. So. Da finde ich schon noch ein bisschen Stoffen auf dem Weg. Verspritzen und dann Feuer frei. Nochmal den einen Verbandskasten mit, der hat uns vorhin wahrscheinlich auch den Arsch gerettet. Was heißt den Arsch gerettet? Der hat das Gefecht ja nicht weitergeführt. Muss ja was zu verlieren gehabt haben. Jetzt eine gute Idee ist, haben wir gerade so mit dem Python eingezockt, aber gut. So. 6 sollten reichen, ein paar Bandagen. Alles gut. Jetzt mal gucken, ist die eigentlich weit weg? Oh, das ist ein Stück. Ja, aber wollen wir noch gar nicht die Ecke, machen wir das doch mal. Was soll das?
gucken, was da so abgeht. Scholli wäre ganz nice. Hätte ich auch mal hier ein paar Basen anschießen können. Aber jetzt sich gleich schon wieder verraten? Oder was ist denn da für ein Türmchen? Dann laufen wir direkt drauf zu, ey. Stoffen. Stoffen nehmen wir mit. Ich hoffe, da ist schon einer, dass ich schon aktiviert ist, ey. Da werde ich nicht eine Viertelstunde stehen, ey. Ey, ich wüsste, das nicht gelootet. Anscheinend scheinen die bei mir in der Ecke aktiv zu sein. Okay, was läuft man jetzt? So 5 Minuten, oder? Bis zur Kiste, so halbe Strecke, 2-3 Minuten rum. Oh, ich mal ein Stacky mitnehmen. Die Stoffen, ey. Der einzige Suit, den wir haben. Was für ein Glas mitnehmen sollen, ey. Auch noch eine Metallbutze da oben. Oh Mann, ey, ja, komm. Ja, wir sind da. Da sind zwei Scientists. Da ist aber auch einer. Das ist auch keine halbe Sache, ne? Verstehe ich auch, warum manche sagen, der Bauschrank reicht nicht. Wenn man so eskaliert hier auf unserem Solo-Server, muss man damit leben, ne? So, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier rüberkommen. Richtung der Scheißbot. Sonst war die immer hier, die Kiste. Überbewegung hier. Boah, wie viele Scientists? Was ist mit euch denn los?
Alter Betty. Gut, dass sie so wenig Schaden machen, ey. Zumindest er jetzt gerade. Die Heli ist abgestürzt, deswegen, ne? Deswegen ist die Kiste da irgendwo. Warte, aus durch, sagt er. Oh Mann, ey. Okay. Na, da steht sie doch. Natürlich eine Picke. Hackett, 15 Minuten. Und den abbauen. Komm mal drüber. Ich lasse die Scientists natürlich erstmal leben. Ne? Helfen uns ja hier ein bisschen zu sichern. Und wusste ich auch noch nicht, dass man das abbauen kann hier. Cool. Wie beim richtigen Heli. Ist ja auch ein richtiger Heli, aber ihr wisst schon, was ich meine. Ne? Haiku kann man immer gebrauchen, ne? Was? Was lohnt sich richtig vom Haiku her? Ist natürlich hier gerade Selbstmordmission hier, ne? Aber es sind nur 5 Leute online, von daher kann man das mal hier machen, was ich gerade mache. Und sollte man hier nicht so arglos hier. So, die Frage ist jetzt. Wo positionieren wir uns? Wie gesagt, das dauert jetzt noch 10 Minuten. Muss da natürlich jetzt auch nicht genau dran hocken, macht ja auch keinen Sinn. Also hier ist eigentlich ganz gut, wenn wir nicht gerade von hinten kommen. Natürlich mal auf den Timer gucken sollen. Also muss ich auf jeden Fall noch mal kurz einmal ran. Ich weiß, wann die aufgeht. Der rennt echt bis zur Kiste, die so. Also der Panzer draußen, jetzt geht's ab hier, ey.
Na super, ich wollte doch nur auf den Scheiß-Timer gucken. Weil der ist in die Richtung. Gut, solange der Panzer draußen ist, macht es auch keinen Sinn, da jetzt rumzurennen. Gut, Leute, bedanke mich fürs Zusehen. Ich werde jetzt hier ein paar Minütchen warten, bevor ich die Aufnahme wieder anschmeiße. Hast du das gesehen? Wieder so ein verkackter. Verkackter Sniper. Ja, schön mit dem Schalli da, irgendwas in der Ecke. Ich hoffe, der Panzer fährt rein. So eine feigen Säue. Echt so. Bist nur mit der Bowl, ne? Von da. Na gut, Leute, ich schmeiß die Aufnahme direkt wieder an. Danke mich fürs Zusehen, wenn es euch gefallen hat. Lasst einen Daumen da, alles an die Kommentare und dann sehen wir uns hoffentlich gleich wieder. Mal gucken, wie es hier weitergeht. Bis dann. Ciao.